in dieser Art und Weise geebnet ist. So. Hendrik von Eckermann vor Markus Ehning, vor Penelope. Und sie hat jetzt die Chance. Mucksmäuschenstill ist es. Simone Blum, DSP Alice. Fünf. Kommt sie sehr, sehr, sehr gut an. Bei 13 Sekunden in der Zwischenzeit. Das ist ähnlich wie bei Hendrik von Eckermann. Das heißt, diese letzte Wendung und der Weg hin zum letzten ist entscheidend über Sieg, Niederlage, ob Simone Blum in Zukunft mit einer Mercedes X-Klasse unterwegs ist. 33,64 Sekunden. Sie ist momentan das Maß der Dinge. Simone Blum und DSP Alice. Freund Max von mir, der sagte vorhin, Mensch, Henna, ich glaube, Josi, das heute noch mal ein weiteres Mal. Max, Glückwunsch. Hast recht gehabt. Eine Klasse für sich, meine Damen und Herren. Aber diesem Druck so standzuhalten und das in dieser Art und Weise immer wieder abzurufen. Absolute Begeisterung gibt es auch hier in Stuttgart, meine Damen und Herren, in der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Die 33. Auflage Stuttgart German Masters. Und zwar Mercedes German Masters hat einen neuen Champion. Und in diesem Jahre 2017 ist das Simone Blum. Nein, ich muss es ein bisschen erweitern, denn das sind zwei. Der Champion heißt Simone Blum und DSP Alice. Hendrik von Eckermann kommt auf 2, Markus Ehning am Ende auf den 3., Penelope auf 4, Jörg Frieling auf den 5. und damit, meine Damen